Okay, Leute, jetzt passt auf, passt auf. Ich habe den Schlüssel zu APU der Jungle gelöst, Leute. Ich weiß jetzt, wie man diesen Champignon perfekt spielt im Jungle auf AP, auf Phoenix und gib ihm noch. Und jetzt passt auf. Das Geheimnis sind zwei Sachen. Geheimschritt Nummer 1, meine Freunde, ist wie dem fucking Predator mit, Mann. Digga, ich laufe die Leute mit 5000 Movement Speed einfach runter. Technik Nummer 2, und da habe ich habe Talia gespielt und deswegen bin ich darauf gekommen. Leute, Talia hat als Jungler ein einzigartiges Item, welches sie sich auch mal gerne kauft. Und das ist der fucking Hexech GLP. Warum kaufen wir Hexech GLP, Leute? Um den Gegner zu slowen. Um CDR drauf zu bekommen. Um den Gegner extra Burst zu können. Warum gehe ich nicht Runic Echoes into Hexech GLP und fick die Leute weg? Warum nicht, Leute? Like, why don't we do this? So, wir nehmen auch hier erstmal den Gragas Jungle Clear. Wir machen hier drei Camps, gehen Base und kaufen uns dann Schuhe. Like, scheiß auf Farm, Leute. Wir farmen Schuhe. Ey, look at this, dude. Like, look at this. Wir gehen hin. Moment. Clap. Und direkt noch ein Clap. Und wir clappen direkt einmal alles weg, Digga. Was für Kiten. So, jetzt Doppel-Phönix wie die Scheiße. Ein Phönix, zweiter Phönix. Hat den, Leute. Weiter. So, harte, gib ihm. Harte Krutsche. So, wir sind Powerfarm, sind Uronkel. Wichtig auch, wir wollen immer unsere Phönix-Hits als erstes rausbekommen. Wir wollen auch unsere Passive aktiv halten. Das ist generell sehr wichtig, wenn ihr Udi spielt. Weil da ist extra Movement Speed und Attack Speed drauf. Und der Clear ist auch kein Problem mit dem Mana. Da kriegen wir hier alles for free einfach wieder zurück, Leute. Weil wir so einen Baba Champion spielen. Nein, der Talisman kümmert sich um alles. So, hatte. Hatte kurz schon. Bumm, alles weg, auf in die Base. Oh, die sterben unten gerade. Ist mir egal, ist nicht mein Problem. So, passt auf. Jetzt macht ihr folgende Powerplay. Skillen Bär. Wir nehmen jetzt keinen weiteren Punkt in Phoenix rein. On my way top. Und laufen sie jetzt einfach runter. Und wenn wir sie nicht runterlaufen, Leute, jetzt passt auf. Jetzt kommt der Big Brain Part. Wir bewahren uns unser Ghost auf. Ich Predator sie erstmal, weil ich ein Sexual Predator bin. Und danach ghost ich sie, weil ich ein Geist bin. Raw, Sexual Predator, Udi. So, und jetzt, Digga, ich kann nicht laufen. Komm her, Digga. Klepp. So, weg, Phoenix. So, jetzt kann ich in Ruhe meinen Buff haben. Ich wurde einfach die Minion blockt. Was ist das für eine Scheiße? So, hör, wo ist der Scheiß? Komm her. Oh, you're dead, no? Das ist dein Problem und nicht meins. Na, greif an. So, Leute, jetzt passt auf, okay? Wir gehen jetzt hier für unser Level ab. Warten, bis die Boots wieder da sind und gehen dann wieder nach oben hin. Warum habe ich nicht schon viel früher mit fucking Predator gespielt? Was soll diese Conqueror-Scheiße? So. Wo ist die Zyra? Okay, sie hat hinten gewartet. Like, als ob mich das juckt, Bitch! Oh, lol, der macht die Kille ohne mich. Lol, are you fine, my bro? Get the fuck out of here, man. Oh, lol, jetzt gesmite. Egal, Leute, kein Problem, Digga. Wir gehen los, fahren jetzt einfach Jungle. Zack, Digga, what you doing, my boy?
Digga, what you doing, my boy? Ich gehe einfach in die Mitte und klaue dann Farm noch. Und das geht gleich wieder Richtung Top-Lane. Meine Boots sind auch wieder ready. Like, wir wollen unsere Ude ja effizient spielen und nicht trollen, ne? Mal jeder normale Mensch hätte jetzt seine Scheißdingens gemacht. Die gehen aber die Zyra ganken, oder? Sie vermisst ihren Daddy bestimmt. What ya doing, my boy? Soldier boy, hear me, oh! Rami, crank that Rami, bro! So. Warte mal, sind seine Crux nicht da? Oh, hier ist ein Ward. Ja, moin. Kann ich ein Ward hochhealen? Ah, cool, das geht. Oh, cool, die sind wirklich da. So, wisst ihr was, Leute? Mein Ghost ist eh gleich wieder ready. Nee, ich gehe erstmal den ins Farm. Like, wofür soll ich basen? Ich bin die Base. Oh, ja moin. Okay, den Dinges können wir gleich ganken. Ey, yo, wo ist der Yasuo? Raptor, hör auf mich anzugreifen. Raptor, stop it. Go. Oh, oh dear. Digga, boah, ich sollte auch mal langsam basen, oder? Like, ich pimmel hier auf halt Astro viel Gold rum. What is this? Ich sollte wirklich mal basen. Okay. Like, no joke? Warum habe ich das nicht schon viel früher gespielt, Mann? Ich komme mir mega stupid vor. So, ich glaube, ich habe auch erstmal gleich mein ganzes Jungle-Item fertig. Ja, und ihr fragt ja bestimmt Silphi. Digga, warum sollte ich Udi überhaupt erst spielen? Der ist Müll. Und ich sage, ja, hast recht, was soll ich sagen? So, jetzt haben wir das Babygirl-Item hier fertig. Und jetzt, Leute, bauen wir den GLP aus. Den Hextech GLP. Gängt ihn wieder in der Mitte. Mach eben fix Wölfe. Ja, komm, mach ruhig die ganzen Objectives, Digga. Mir doch egal. Die werden ja auch nicht davor helfen, dass ich Phoenix anmache. Like, look at this camp clear! Waren die gelevelt? Wölfe schon einmal gemacht im Game? Okay, da geht nichts. Egal, kein Problem, Leute. Wir choken sie einfach aus und diven sie gleich. All mine, Leute. All mine. All your base are belong to us. Bei der Platte heavy noch, dann verpisse ich mich. Farm den Jungle wieder aus. Oh, meine Bots sind gerade mega runtergelaufen. Bye, have a great time. Oder einfach. Oder ich gehe Spellbinder, aber ich denke, GLP ist cooler.
Schmudie! Warte mal, muss ich überhaupt noch B als zweitens dann maxen, wenn ich AP gehe? Ich glaube nicht, oder? Warte, den habe ich ja schon gecountert, Jungle. Ich glaube, ich kann noch einen Fick geben auf Bär. Ich mag es über Schildkröte als zweitens. Dass ich etwas tankiger da durchkomme. So, wir nehmen den hier mal lieber zuerst mit. Der Burst sollte halt saftig sein, wenn ich mit dem Phönix jemanden anfasse. Oh lol, Digga, Bro, wofür feed ich dich? Ey, geben wir das auf? Hey, nein! Ich hoffe, wir kriegen den Time noch. Ey, mein ganzes Team endet gerade rein, scheiße. Mach doch etwas! Oha, die tun weh. Sind alle mega gefeedet. Vielleicht hätte ich da auch einfach nicht so reinlaufen sollen. Aber Leute, wir sind auf dem Weg an unsere Items. Hm. Arbeite ich mit den Sidelanes weiter? Nee. Nee, ich glaube, wir kriegen jetzt ein sehr dickes Problem rein. So, warte mal, wir machen weiter. Ich kann halt nur auf den Seiten Leute catchen. Die können mich mega gut kiten. Warte mal, hab ich Talon nicht eigentlich auch voll gut geholfen? Es gibt kein Entkommen. Okay, deren Botlane carryt halt gerade sehr viel weg. Lol. Ich kann mich nicht moven. Ich habe mich am Anfang gefragt, ob Sudden Impact auch funktioniert. Da war ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, denn Udi ist eh hat einen Dash, aber zählt es als Dash? Da war ich mir echt nicht ganz sicher. Habe ich es lieber erstmal nicht mitgenommen. Ja, so wird gleich wieder auf Bot runtergehen. Lieber erstmal Base. Ich habe mich einfach jetzt den GLP fertig. Halt, very, very importante Item. Weil ich kann auch Items ein bisschen spammen, weil ich Ingenious Hunter dabei habe. Das heißt, Gank Opportunities sind eigentlich immer da. Ha ha ha.
für FF, Leute. Aber wir sollten das Baum mal langsam treffen. Komm ich noch weg oder bin ich dead? Kann sein, dass Udi gerade noch hier hinter mir ist. Ich kann halt mega schwer Sachen contesten. Ja, I don't know, ich kann halt nicht vorgehen, ne? Wo ist Ezreal? Nee, die sind einfach zu dritt immer da. Das ist kacke. Ezreal? 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 Wo sind die Kuhs? Oh, Talon, my boy. Er hat Midi angegriffen! Oh mein Gott! Press F, boys. Press die F-Taste! Wo sind meine Ninja-Tabs? Gehe ich Ninja-Tabis? Nee, komm, Leute, wir sind Männer. Wir sind Männer! Ja, aber das schafft er nicht. Kann er da gerade echt nur ein bisschen Reste ficken betreiben? Kommt her, kommt her, kommt Talon. Talon, kill him, kill him. Ey, warum kommt der Talon nicht sofort zum Drachen her? Okay, nice, man. Oh, er ist tot. Hat Taste of Blood? Kann er sich hochheilen? Ne, er ist tot. Donami! Ah, schade. Wie kaufen wir weiter? Ich glaube, ich gehe für Hourglass, ne? Ich glaube, Hourglass ist jetzt ein smartes Item. Digga, das macht so, Leute, wir kriegen mega einen aufs Maul, ne? Aber das macht ultra fun, fucking Udi zu spielen. What the fuck? Okay, wir holen uns hier, fix ihn mal hoch. Mal ein kleiner Heal. Zack. Ey, können wir herkommen und das deffen? Atrox. Aber er. Like, wie soll ich das deffen, wenn er nicht herkommt? Hallo? Na, egal. Whatever, dude. Whatever. Wollt ihr noch an? Ich glaube, wenn ich Ghost gezogen hätte, hätte ich ihn sogar noch bekommen.
könnte die Sarah picken gehen. I mean, ich muss Picks machen, I don't know. Yo! Die Pflanze! Ich hab mich von der Pflanze töten lassen. Holy fuck! Holy fuck! Warum hat mich Urgot gekillt? Oh, vielleicht war das der Minion-Damage. Ah, Mann, ey, dass die Nash bekommen in dem Moment. Ich habe halt zu lange gewartet, ne? Hab mich nebenbei von Pflanzen und von Minions bearbeiten lassen. Aber nicht ganz so cool. Das war echt nicht ganz so nice. Warte, wie bauen wir weiter? Will ich wirklich ein Hourglass haben? Nee. Nee, Leute. Wie geht das hier? Ey, yo, nein, nein, nein. Ey, nein, die surrendern! Nein, warum? Guys! Nein! Leute! Predator, APU. Okay, ich muss noch ein bisschen an den Items rumarbeiten. Ich glaube, den GLP brauche ich gar nicht. Weil ich durch Predator und Ghost zu viel Movement Speed habe, sei ich den Flash dafür mit. Warum nehme ich nicht Ignite mit eigentlich? Warum nehme ich nicht Ignite statt Ghost mit, wenn ich mit Predator... Oh mein Gott, Leute, wir müssen das weiter ausarbeiten. Also, mir macht's mega Fun, ja? Ich weiß nicht, wie es für euch ist, Leute. Mir macht es mega Fun. Ich werde da auch noch weiter rumarbeiten. Und ja, Leute, ich bin auch erstmal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.